Und was ist hier los? Es ist Sonnenuntergang. 5 Uhr? Nee, 5 Uhr morgens ist es. Es ist Sonnenaufgang. Sehr schön. Das ist ja hübsch. Ja, das ist genau die richtige Zeit, um unsere Wunderhöhle auszubauen. Die Wunderhöhle? Ja. Wo geht's lang? Hier geht's lang, gell? Ja, als geradeaus geht's. Okay. Okay. Ich glaube, da müssen wir noch nicht mal mehr groß jetzt schwimmen. Wir erreichen direkt das Ufer und rennen dann. Ja. Rennen in einem durch? Ja. Ja. Klingt doch nach einem Plan. Ja. Ich muss mal was essen. Ich hab noch einen. Oh, ich müsste auch was essen. Also, ja, ich muss nicht, aber ich möchte. Das Essen ist schön. Oh Gott, ich hab mich fast verschwommen. Verschwommen? Ah ja. Siehst du, verschwommen. Okay. Oh ja, ich hab hier schon irgendwas für die To-Do-Liste, Timsche. Die Bäume umhauen. Tagesordnungspunkt 37, genau. Freie Sicht auf den Sonnenuntergang. Ja, absolut, für den ramondischen Sonnenuntergang auf unserer Dachterrasse. Oder wir bauen einen Turm auf unser Haus noch. Ein Turm? Ein Eckerkerturm, ein Aussichtsturm. Ja, der muss aber dann hoch sein, Freund. Ja. Freund und Timsche. Das müsste er dann. Das stimmt. Ach, fachmännisch ins Wasser gehupft. Trottelchen. Ein kleines Trottelchen. So. Hinter dir hergerannt, Käse. Los, hol mich doch, fang mich. Naja, ich kann mich ja wohl schwer einholen, ne? Naja, weiß nicht. Musst du halt clever agieren. Clever agieren? Ja. Absolut. So, jetzt machen wir das hier oben und dann können wir hier gleich noch so eine Grillecke oder so einen Grillplatz hinmachen. Was meinst du? Können wir Freunde einladen und so. Das stimmt. Und hier schön einen Grillabend machen und so. Barbecue. Dann mach mal ein paar Bricks und gib mir mal ein paar Käse. Warte mal, ja, pass mal auf. Einmal Chichi Chisel. Blöpp. So, bitteschön, Freund. Ich danke dir. Sehr gern. Ah, oh, ich bin abgestürzt. Ich bin reingefallen. Echt? Ja, echt. Echt jetzt mal. Ich Trottelchen. Naja, gut, dann kann ich das jetzt... Nee, hab ich... Ah, Mann, was mache ich jetzt? Weiß ich nicht. Muss mal irgendwo mein Kram abladen, aber ich kann nicht. Hilfe. Guck mal, ich baue uns einen Schornstein. Ja, du musst auch wieder runterkommen, gell? Ich weiß. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber irgendwie wird das schon funktionieren. Ja, im Zweifelsfall halt Selbstmord. Gell? Ach komm, das ist total harmlos. Total harmlos, überhaupt kein Problem und so. Okay, oh, jetzt stecke ich hier so alles mal. Unviereckig aus irgendwie. Unviereckig? Ja. Hä? Du meinst rund? Ja, irgendwie ist es. Wie der Fachmann zu sagen pflegt. Ja, unviereckig halt. Ja, genau. Unviereckig. Alles klar, unviereckig. Ja, kennst du nicht das gute Unviereckig? Ja, doch, das kenne ich, ja. Sieht's denn jetzt von unten super aus, weil von oben sieht's kacke aus noch, ne? Wie meinst du kacke? Naja, guck dir das doch mal an, so sieht doch keine Sitzecke aus, so sieht... Nein, das müssen wir auch hübsch machen noch. Ja. Das ist ja wohl klar. Hier, das muss ja alles weg, hier, ach so, das Zeug. Das ist von unten noch nicht... Ja, nein, das ist einfach... Ach nö, jetzt hier Schaufel. Mach doch keinen Stress. Ja, genau, das ist halt einfach noch nicht fachmännisch geschachtet und so. Okay. Oh, jetzt bin ich reingefallen. Das war meine Schuld. Ich habe die einfach unter den Füßen den Boden weggegraben. Nein. Das ist natürlich auch nicht so nett gewesen, gell? Auf keinen Fall. Ich kleiner harter Lump. Also, Was? Noch nix. Was dann? Ich habe nur ein bisschen fröhlich vor mich hingejammert. Ach so, na dann. Oh, du machst es oben schön, sehe ich. Ja, ich mache oben schön, denn schön macht Freude. So, ich mache hier unten noch ein bisschen schön. Bin aber gleich fertig und dann sehen wir uns direkt wieder, Käse. Ja, ist in Ordnung, Timsche, ist in Ordnung. Du weißt ja, wo ich bin. Ja. Okay. Ach, das macht schon Laune, gell? Wenn man es mal so ein bisschen hübsch hat. Das bringt Freude. Ich hack jetzt aber hier mal so einen Baum um, oder? Bist du mit einverstanden, Timsche? Ja, hack mal die Bäume um. Ja, weil also das muss jetzt nütz sein. Das ist hier mitten auf der Hütte... Und so steht. Was ist denn das hier? Was bist denn du für ein Baum? Wahrscheinlich du Glas hier. Achso, ja, ein bisschen Sticks kann ich immer brauchen. Ich vergesse es schon wieder. Dass wir ja immer hier Ayo halt entlauben müssen, hier der Agent Oranje. Ja. Um ein bisschen Stöckchen zu bekommen, gell? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Absolut, total, in der Tat.
Ich habe sogar noch ein bisschen Gravel. Könnten wir fast ein bisschen sluicen. So auf die alten Zeiten. Ah, ja, klar, verfeuer den Mist auf jeden Fall. Noch. Weißt du, ich meine, was brauchst du jetzt? Oder sollen wir uns das aufsparen für harte Zeiten, wenn wir nichts mehr finden? Das ist natürlich auch eine Frage, gell? Naja, wir müssen es ja nicht übertreiben, ne? Weißt du? Nee, meine ich. Okay, finde ich okay. Native Copper Nugget, uiuiui. Hast du mal wieder reingeguckt und gleich was gefunden, oder was? Ja. Ja, manchmal, gell? Ja, ja, das Level. Das so. Veräppelt einen. Und hier ein Small Bismuthinit ist auch noch drin. So, aber jetzt ist unser Schornstein auch dagegen abgesichert, dass da irgendwelche Creeper reinfallen. Ja, das ist nämlich nix. So. Wenn die einem da hier die Füße in... springen die nicht so hoch und zum anderen... So, alles entsorgt. Was ist denn das hier? So, 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, und ich habe noch genau 4. Das ist mal wieder typisch, oder? Ach nee, hier habe ich noch 9. Das passt. So... Das macht mich total happy, dass wir jetzt so einen schönen Schmelzraum haben. Oder? Der Schmelzraum? Ja, der Schmelzraum finde ich eigentlich auch ganz cool, ja. Also Schmelzen an sich ist halt echt eine zähe Angelegenheit. Ja. Aber den Schmelzraum zu haben, das ist schön. Da können wir uns noch irgendwie einen kleinen Anbau machen, wo wir uns eine Sitzecke und ein Wohnzimmer und einen Schaukelstuhl und ein Feuerchen reinbauen. Ja, ich wäre ja fast eher noch dafür, hier so einen kleinen Lagerraum einzubauen, wo wir nur Kisten reinballern. Ja, ja, genau, das müssen wir machen, ja. Aber das machen wir halt unterm Haus mehr so, oder? So zwischendrin. Oh, ich kann nicht sehen. Siehst du mich auch? Noch nicht, aber klar. Am Fensterchen. Am Oberlicht. Oh, ich gucke. Hallo. Hallo, hallo. Du bist aber hoch. Jo, so ist das halt. Wow. Oh Gott, wie wir uns freuen, wie die kleinen Kinder. Ja. Okay, Chisel, mach mir noch ein paar Steinchen hier. Ich brauche mehr von euch. Ich mache jetzt alles voll mit Granitboden, weil der so hübsch ist. Okay. Überall kommt jetzt Granitboden rein. Naja, aber dann müssen wir hier auf jeden Fall diese Douglasie auch weghauen, ne? Diese Darse, damit wir hier... Ja, das können wir machen, ja. Und dann machen wir hier nämlich auch einen Granitweg hin. Ja, das machen wir absolut, aber hallo. Ja. Ich dachte auch gerade, wir sind ja Dummköpfchen. Ja. Was machen wir denn da eigentlich? Und die hier muss da natürlich auch weg, hier mitten im unserem in unserer Dingsterbums, die Grillecke und so. Ich habe keine Steine mehr. Auch schon wieder ausgesteint? Ja. Kriegste, Freund, kriegste! Komm schon, Baum, fall doch endlich! Sehr gut. So, dele. Okay. Bitteschön, der Herr. Merci, merci. Merci beaucoup. Okay, ich mach die hier noch um. Jo. Timsche, wieder die Hand zum Graben. Ja, ich bin zu faul, mir eine Schippe zu machen irgendwie gerade. Ja, das bist du immer, weißt du? Ja. Aber mit Sand geht's ja weil noch. Ich so ein netter Käsebrotfreund bin, kriegst du von mir eine geschenkt. Ach ja, vor- und nachträglich zum Geburtstag. Leichter gesagt als getan. Bitteschön. Ja, jetzt musst du dir auch schnappen, ne? Ja, ja, ich hab nur ein bisschen ein volles Inventar. Das ist ach so ein bisschen das Problem. Jetzt lösen wir den Sandweg durch den Granitweg ab. Naja, ist auch okay, gell? Ja, ja. Ach so, dann müssen wir jetzt natürlich mal gucken hier. Also wenn es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach rechts, dann müssen wir natürlich auch 1, 2, 3, 4, 5 und 6 nach links gehen, nicht wahr? Ja. Sonst ist es ja nichts. Und was ist eigentlich das da hier? Ist es White Elm? Das weiß ich nicht, ich sehe es gerade nicht. Ich glaube, das ist White Elm. Das ist nämlich, das ist wertvoll, da müssen wir ordentlich... Komm schon, gib uns Setzlinge, komm schon. Komm schon, komm schon. Hä? Ist das White Elm? Ja, ich weiß es nicht, ich habe noch keinen... Ich habe hier zwei Oak-Saplinge, aber... Was du hier bist, das weiß ich noch nicht. Komm schon, gib mir was. Hä? Ah ja, put. Und... White Cedar ist es. Oh ja, wunderbar. Das ist gut. Ja, ja, das ist doch der hammergeile weiße und so. Der Wind weiße Spinnerstein. Spinnerstein? Wieso Spinnerstein? Hey, oh, hab ich jetzt mal so behauptet. Aber was ist denn ein Spinnerstein? Ein Steinspinner. Du redest Unfug, Spinnerholz meine ich. Also das für die verrückten Handwerker, nicht Stein. Ich habe nur noch Stein im Kopf, Käse. Du hast einen Steinkopf? Ich habe einen Steinkopf.
Das habe ich schon immer gewusst. Ja. No, meine Axt ist kaputt gegangen, bevor der Baum gefallen ist. So ein Käse. Brauche ich eine neue. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Ja. Das halt, ne? Ich finde es auch anstrengend. Die Axtpower nicht mehr reicht, um den Baum zu fällen, dann zerbricht sie einfach und der Baum bleibt einfach stehen, der kleine Lump. Hä, wieso hast du jetzt hier da gefüllt? Wo? Ach so, wolltest du da irgendwas? Ja, Tim, du hast mir nicht zugehört. Ja, ich dachte, du hättest hier schon fertig gemacht oder so. Nein, ich habe doch gesagt, wir müssen da noch hier zwei nach. Ja, hast du die Schaufel jetzt schon wieder gebraucht? Nein, ich habe sie nur nicht in der Hand gehabt. Ja, ich nörgel schon wieder rum. Aber es ist halt meine heilige Pflicht, an dir rumzunörgeln. Deine heilige Pflicht? Ja, so sehe ich das an. Aha. Deswegen will ich auch so. Ich mich mal mit einem etwas spiritistischer veranlagten Menschen unterhalten irgendwie, ja. Der so theologisch etwas stärker geschult ist als du, Käse. Ja. Okay. Ob das tatsächlich als heilige Pflicht ausgelegt werden kann zu nörgeln. Sag mal, wollen wir jetzt hier uns so eine Rückwand bauen oder so? Was meinst du? Weiß nicht, wir brauchen auf jeden Fall. Nee, da brauchen wir noch ein Sichtloch irgendwie. Wenn, dann müssen wir die Rückwand eins weiter hintersetzen. Sichtloch? Naja, so wie hier auch. Hä? Ein Sichtlichtloch. Ach so, oh je, das ist natürlich. Oh. Ja. Weißt du? Da bin ich ja platt. Dass wir hier ein Sichtlichtloch bauen und dann eins weiter hinten ziehen wir da noch so ein Mäuerchen hin. So, sozusagen. Aber da muss jetzt hier natürlich, der da muss jetzt hier natürlich auch noch weg, gell? Das geht ja nicht. Ach, mit der Axt. Käsebrot. Du kleiner Quatschkopf. Stimmt, so. Das sah ja scheiße aus. Jo, das ist nix. So, der Chisel ist bald hinüber. Ach so, ja, ein bisschen Glas, Glashämmer. Ja. Ach so, ja, Glashämmer, aber Hämmer jetzt noch nicht und überhaupt. Okay, das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Finde ich okay. Finde ich ganz okay. Finde ich knorke. Oh, oh Gott. Zwei Deppen eingedacht. Ja, wir sollten nicht gleichzeitig an und so. Dann muss hier aber noch eine Fackel jeweils drauf, gell? Eine Fackel oben drauf. Wow. Okay. Haben wir nicht irgendwo noch so Erdlochprobleme? Sonst irgendwo die Erde gefiltert für das lumpige Creeperloch oder so? Weiß nicht mehr. Oh, was ist denn hier? Ein kleines Samen-Dings. Ach so, eine Hoe wollten wir uns doch auch mal machen, endgültig, Mensch. Eine Hoe? Ei. Oh. Ich hätte jetzt auch gerade den Stack-Bug. Ein bisschen Mutinit. Ernsthaft? Ja. Scheiße. Also nicht mit dem aus der Dings da. Sondern mit dem kleinen. Ja. Ich meine, gut, auf die kleinen Bismuthinite ist jetzt erstmal, können wir getrost drauf verzichten, aber muss ja nicht. Irgendwie uncool. Ja. Wo steckst du denn? Ich bin hier gerade beim Sycamore. Ich entlaube den gerade mal. Genau, ich wollte nämlich hier jetzt noch ein paar so Sycamore-Saplinge. Wo seid ihr? Sycamore-Saplinge. Ach, da drüben bist du, Käse. Ja, hier drüben bin ich. Hä, wo ist er jetzt? Pass auf, da kommt ein Skelett. Ah, jo. Kleines Trottelchen. Das zerfolgt dich. Es zerfolgt mich? Ja. Das ist ja unverschämt. Wollen wir den Steinweg bis zu unserer Tür durchziehen dann eigentlich? Ja, vielleicht, ja. Eventuell könnten wir das, hä? Ah, der Creeper jetzt ein bisschen. Kleiner Creeper-Stinker. Sei vorsichtig, Käse. Ja. Ich bin. Oh je, hier ist jetzt aber Druck. Ja. Wir müssen mal rein irgendwie. Ja. Da müssen wir jetzt mal Schluss machen hier. So. Hehe. Edge-Badge. Ach so, da kann er ja durchschießen. Naja, egal. Macht das schon. Oh, ich will mal das Endergebnis sehen noch. Okay. So. Ja, und dann können wir hier auch schon mal. Ja. Ne, hier so. Oh, Kacke. Das ist ja nicht gut. Was hast du einen Wassereinbruch geschaffen, Käse? Ja, offensichtlich habe ich das, ja. So. Ich dachte. Aber jetzt hast du da einen Stein in unsere. Ja, das war halt das Einzige, was ich jetzt hatte gerade. Ach so, naja, gut. Ja, aber ja. Also weißt du, wollen wir das nicht hier so? Hier so mal so reingraben und so für Dings da? Können wir machen. Ich will nur. Also wir müssen noch mal gucken, wie das dann von oben aussieht. Nicht, dass wir da jetzt. Ich sehe es da jetzt natürlich nicht. Natürlich sieht man es nicht, gell? Nee. Ja, aber ich bin da auf jeden Fall sehr dafür, ja. Dass wir das so machen? Dass wir das so machen. Ah, ich auch.
Red Bell Pepper, cool. Oh, hast du den irgendwo eingesammelt? Ne, halt Seeds, ja. Die habe ich mir geschwind noch hervorgezaubert. Ich habe so viel von dem Bismuthinit, ey. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit tun soll.